Ganz links von mir hier möchte ich Florian Wilde vorstellen, den ihr schon alle kennt. Genau. Neben ihm sitzt Harry Hogenboom. Harry Hogenboom ist Organizer, hat als Organizer angefangen bei FNW Bondgenoten, FNW Schoonmaak für die Reinigungskräfte in Holland. Dann Lead Organizer geworden und arbeitet jetzt als Union Official, also als Gewerkschaftssekretär im Bereich der Reinigungskräfte bei den öffentlichen Zügen und im öffentlichen Nahverkehr. Das müssen wir kurz nicht organisieren hier. Herzlich willkommen, Harry. Ich freue mich sehr, dass du mit da bist. Thank you very much. So, kleinen Moment. So, da ist er. Vielen Dank. Genau, ganz kurz was zu der Kampagne, weil wir steigen eigentlich ziemlich stark ein gleich in die Organisierungserfahrungen. Die Kampagne war eine groß angelegte Organizing-Kampagne von FNV, hat angefangen am Airport in Schiphol und in Den Haag, sich dann ausgedehnt sozusagen auf ganz Holland und erreicht wurden so ungefähr 130% des Mindestlohnes, was mittlerweile die Reinigungskräfte in Holland nicht mehr zu den schlecht bezahltesten Arbeitskräften macht. Das ist ein großer Erfolg. Es gab noch einige andere Erfolge in diesem Bereich. Und was ich sehr erstaunlich fand oder was ich auch wirklich nachahmenswert finde, ist, dass FNV Bondgenoten und die vielen Aktivistinnen es geschafft haben, dass der öffentliche Nahverkehr mittlerweile nur noch mit einer Reinigungsfirma zusammenarbeitet, die auch unter einen Tarifvertrag fällt, von vorher 6 miteinander konkurrierenden Firmen. Also das lässt sich sehen und ich hoffe, dass du uns ein bisschen teilhaben lässt an den Erfahrungen, die ihr gemacht habt. Wir sehen hier hinten auch schon einige Bilder. Dann rechts neben Harry oder links von euch aus ist Christina Keindl. Christina, schön, vielen Dank nochmal, dass du uns hier übersetzt und hilfst. Dann hier, genau. Hier zu meiner Linken und von euch aus gesehen zu meiner Rechten sitzt Nia Hughes von den Ritzi Kinoarbeiterinnen in London Brixton und Ehrenamtliche bei der Gewerkschaft Back Two. Die Gewerkschaft Back Two organisiert Theaterarbeiterinnen, BBC-Arbeiterinnen und eben Kinoarbeiterinnen. Ich freue mich, dass du hier bist, Nia, und uns von euren Kämpfen um einen Living Wage am Kino Ritzi in London zu berichten. Auch ein langer, sehr langer Kampf. Sie haben angefangen, also der Mindestlohn in England liegt ungefähr bei 6,80 £. Am Ritzi hat man 7,24 £ verdient und jetzt haben sie bis 2016 einen Haustarifvertrag abgeschlossen, der eben auf diesen London Living Wage abzielt. Im September 20 oder im Juni 2015 werden dann 8,80 £ Living Wage erreicht. Also das lässt sich auch sehen an einem Kino in Brixton. Zu meiner Rechten, und da freue ich mich sehr, begrüße ich Nebile Irmak-Cetin. Nebile ist türkische Gewerkschafterin von der Konföderation der Revolutionären Arbeitergewerkschaften, organisiert bei Genel İş. Sie organisiert Beschäftigte, also die Genel İş organisiert Beschäftigte der Stadtverwaltung, wo wir viel Outsourcing finden, Wach- und Sicherheitsdienste und unter anderem auch Hausarbeiterinnen, die auch häufig in Selbstorganisationen sich organisieren. Nebile wird über die beiden letzteren Gruppen sprechen. Und wir haben noch eine Besonderheit, weil ihr alle wisst, dass im Moment in der Türkei, eben in der Region Kurdistan und sozusagen Krieg herrscht, werden wir ihr die letzten 10 Minuten geben, um nochmal so ein bisschen die Auswirkungen darzustellen und die aktuellen Probleme, die sich daraus eröffnen. Also ich danke dir sehr, Nebile, dass du hier bist und mit uns deine Erfahrungen teilen wirst. Und ganz rechts sitzt Corinna Trogisch, die haben wir mit eingeflogen für die Übersetzung deutsch-türkisch. Vielen Dank für deine Arbeit hier.
dann kommen wir zur ersten Fragerunde. Ich gebe die Frage einfach mal direkt an Nia als quasi kleine Organizing-Kampagne am Kino in London Brixton. Welche Arbeiterinnen arbeiten da? Was sind eure Organizing-Approaches? Also mit was für Ansätzen arbeitet ihr? Was waren sozusagen Motoren der Organisierung? Und was waren eure Erfahrungen? Wie habt ihr gestreikt und so weiter? Ich freue mich sehr. Vielen Dank. Hello. Thank you so much to Florian and Jana for inviting me. This is only my second ever conference, and to be at the Rosa Luxemburg is quite a privilege, to say the least. Vielen Dank, es freut mich, dass ihr mich eingeladen habt. Das ist das zweite Mal, dass ich bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung auf dem Podium sitzen darf, und es ist eine große Ehre für mich. Vielen Dank. Okay, so I don't have lots of time, so I'm just going to give you a very brief background into who I am and what's happened in the last year in Brixton in London at the cinema that I work at called the Ritzy. Last August, I was asked to become a union representative at work because there were wage negotiation anniversaries coming up in October 2013. Which I took on. At the time, we were already unionized because workers who were working there in 2007 had already been on strike to get union recognition. So, Okay, ich erzähle ganz kurz was über mich, über meinen Hintergrund und über das Ritzy-Kino, wo wir unsere Auseinandersetzung geführt haben. Ich bin im letzten August gebeten worden, als Repräsentantin oder Aktive für die Gewerkschaft in die Tarifverhandlungen einzutreten. In 2007, there were another batch of strikes for union recognition. 2007 waren die letzten sozusagen die letzten größeren Auseinandersetzungen und Streiks für die Anerkennung der Gewerkschaft innerhalb von uns. So at the time in August there were 30 union members at the cinema where the on the payroll there's usually about 90 to 95 people. 30 von 90 bis 95 Leute ungefähr waren Gewerkschaftsmitglieder am Anfang der Auseinandersetzung. And by the time we went on our first strike in April 2014, we had actually recruited 80 members. Danke. 80 Leute sind gewonnen worden. Ist es so, dass wir mal ganz kurz ein Handzeichen machen sollen, wer die Übersetzung braucht? Weil wenn ihr das alle versteht, das ist ja recht knapp. Wollt ihr die Hand mal heben, wer die Übersetzung haben möchte? Okay. Gut, gut. Das hätte ja sein können. Okay. Cool. So the wage negotiation basically came up, and what we democratically decided that we wanted was an amount called the London Living Wage, which the Greater London Authority sort of calculates every year, and that's the amount that you need to live on where you're on the cusp of the poverty line. So it's not even, you know, it's not even, it's barely comfortable. Also wir haben uns entschieden, sozusagen zu kämpfen für das, was im größeren London District sozusagen offiziell als Existenzminimum festgelegt wird, was jetzt kein besonders großzügiges oder entspanntes Gehalt ist, sondern was einen so gerade so durchkommen lässt. Yeah, and we also live in a part of London that's gone, you know, been quite radically gentrified in the last 10 years. So it's gone from somewhere that had, I don't know if you know about the Brixton riots, but that happened, which is a huge political, you know, part of Brixton's history, to now being somewhere where we consistently found ourselves to be struggling with rent and bills. And the majority of us are artists or writers or, you know, some form of creative person. We're fine. Are you okay? Yeah. Zusätzlich wohnen die meisten von uns in einem Bereich von London, der in den letzten Jahren radikal gentrifiziert worden ist. Ich weiß nicht, ob euch der Begriff der Brixton Riots was sagt. Auf jeden Fall ist das sozusagen ein Teil des Hintergrundes, aus dem sie kommen und wo sie jetzt in einer Situation sind, wo sie zunehmend mit Miete und anderen Rechnungen zu kämpfen haben. Die meisten von ihnen sind Künstler, Schriftstellerinnen, Leute, die im kreativen Bereich arbeiten.
Yeah, and so we, you know, we sort of put all these things together and decided that we had basically, as a collective of workers, had had enough, and came to the agreement that we would try to negotiate with the company for higher wages, which didn't go to plan. So we actually then had, I think, a 95% vote to go for industrial action. To go on strike. Okay. And so since April the 5th, 2014, up until last month, we have been on 13 strikes. Wir haben uns in diesen Tarifauseinandersetzungen entschieden, für höhere Löhne zu kämpfen. Das war nicht erfolgreich, sodass wir mit 95% beschlossen haben, Streiks aufzunehmen. Zwischen dem 5. April diesen Jahres und heute sind sie insgesamt auf 13 Streiks gewesen. Oder haben sie 13 Streiks I think I have about 1.5 minutes left for this question. No? Eight. Eight. Fine. Everything's fine. I have 8 minutes left. Yes. Wow. Okay. okay. So I'm sure that many of you have been on strike. It's incredibly difficult. It takes a huge amount of courage for people to, you know, even consider walking out from a shift, you know, to sort of actually be 4 o'clock or 1 o'clock and there's this time to leave work and, you know, you go upstairs and you put your clothes on and you put your t-shirt on and I think it takes a huge amount of courage to walk past your manager and walk out and join your fellow colleagues on a picket line. Viele von euch haben sicherlich selber Streikerfahrung und wissen, wie unglaublich schwierig es ist, was für einen riesigen Mut es bedarf, überhaupt sich vorzustellen, aus der Schicht rauszugehen, um zur vereinbarten Zeit um 1 oder 4 hochzugehen, die Streikklamotten anzuziehen, das andere T-Shirt anzugehen und dann am Manager vorbei aus dem Betrieb zu gehen. And I think it's true what was said on the podium earlier. You know, I don't think that you can systematically or collectively come together unless people are really solid. And I think if you look at the photos, I think what we achieved was a collective of people and co-workers, but mostly friends who decided, you know, every single time that we went on strike and every single day that we went back to work, knowing full well that we had been on strike the previous day, you know, remained as a collective and remained strong and didn't crumble under intense pressure from managers, you know, like quite vicious rumor spreading and being tired, I think. Und ich glaube, es stimmt, was vorher in dem Vortrag gesagt worden ist, dass man den Streik nicht organisieren kann, wenn man nicht sozusagen fest zusammensteht. Wir haben das letztlich organisiert als Kollektiv und als Freunde, die wir jedes Mal, wenn wir gestreikt haben und dann wieder zur Arbeit zurückgekehrt sind, in dem Bewusstsein, dass wir gestreikt haben und in der Situation, in der wir uns dann mit dem Management auseinandersetzen mussten, mit dem extremen Druck, der von dort ausgegangen ist und den bösartigen Gerüchten und anderen Strategien, die gegen uns gestartet worden sind, dass wir dagegen sozusagen den Zusammenhalt organisieren müssen. Ja. Okay, so about 2 weeks ago, we actually came to an agreement with our employer, and we've received a 26.5% wage rise over the period of 3 years, I think. Vor zwei Wochen haben wir ein Ergebnis erreicht, und es ist uns gelungen, auf eine 26-prozentige Lohnerhöhung sozusagen gestreckt über eine Zeit von 2,5 Jahren zu erkämpfen. Thank you.
Okay, so I'm going to use my other 3 minutes to tell you how to do it. Die restlichen 3 Minuten werden genutzt, um euch zu erklären, wie man das macht. No, but I really am, though. Okay, so Jana asked me last night, you know, how did we get to this point? How did all of these photos that I'm showing you come about? How did we get to a point where we genuinely made the company that we work for stop and listen and to not be greedy anymore, even though I still feel like they're incredibly greedy and the imbalances of wages are still huge and too big. What if you're going to do this, what you need to do is you need to have a collective of people. You need to have a core team that basically will put their lives on hold because that's what it takes. You need to, you know, get together with your workers. Okay, Jana hat mich gebeten, zu sagen, wie wir zu diesem Punkt gekommen sind, an dem wir es wirklich geschafft haben, dass das Unternehmen die Praxis unterbrochen hat und aufgehört hat, das zu tun, was sie immer getan haben, aufgehört haben, sagen, so gierig zu sein, obwohl ich immer noch das Gefühl habe, dass sie gierig sind und es eine große Ungleichheit, ein Ungleichgewicht der Gehälter im Unternehmen gibt. Das Erste, was notwendig ist, ist, man braucht ein Kollektiv, eine Kerngruppe, die im Prinzip bereit ist, sagen, den Rest, also ihr Leben anzuhalten und nichts anderes zu tun. And the second, after the core group, where did you get to? To the core group that the core group, yeah. And you really need to collect your workers together. And for a really long time, you need to forget about those people as workers. You need to think about them as people and to collect and gather their qualities and, you know, talents and to implement those into your campaign, because I think that's the way that you can make a difference and you can make yourselves visible, and also it makes the workers feel like they're a part of something that's, you know, that sort of represents togetherness. Das Zweite ist, ihr müsst eure Beschäftigten zusammenbringen und aufhören, über sie als Beschäftigte nachzudenken, sondern sie als Leute zu sehen mit ihren Qualitäten und Fähigkeiten und dafür sorgen, dass sie diese Fähigkeiten in die Kampagne einbringen können, sodass sie sozusagen auch diese Kampagne als ihren eigenen Raum sehen, in dem sie sich sozusagen einbringen können. Yeah, and also I feel like you need to, you know, you have to pull some strings in a way. Like, we work in the cinema industry, so the first place that we went to was, you know, we compiled a list of filmmakers, of directors, of actors who we knew had leftist politics or, you know, who would sympathize with our campaign simply because they are a member of the cinema. So we eventually got Ken Loach on board, who is just an amazing director. And I don't think that, I think that without him, we wouldn't actually have managed to do much at all. First of all, he got us in touch with Eric Cantona, which is quite amazing. With who? Eric Cantona. Oh. He's the footballer, obviously. Sorry. Das Dritte, was ihr machen müsst, ist, Verbindungen herzustellen. Wir haben es geschafft, dass wir Verbindungen zu linken Künstlern, Schauspielern, Filmemachern hergestellt haben. Es ist uns gelungen, Ken Loach sozusagen an Bord unserer Kampagne zu bringen, der uns mit dem berühmten Fußballer, den ich nicht kannte, zusammengebracht hat. Ken I know it sounds silly, but I think we've gotten to the point with social media and media in general, where if you don't have a celebrity on board, no one really takes any notice of you, or at least that's the situation in the UK anyway. I'm not sure what Germany is like. In der Mediengesellschaft ist es letztlich so, dass wenn es uns nicht gelingt, sagen, irgendwelche Berühmtheiten sozusagen reinzubekommen, Leute, die einen einfachen Medienzugang haben, dann bleibt man weitgehend unsichtbar. I really don't have that much time left. So other things that we did was we built a huge online campaign. You know, to make the most out of social media, Facebook, Twitter, Instagram,
get someone to be in charge of it, it will make a huge difference to the amount of people that you reach. We have 4,000 people alone who follow us on Facebook, and the last post we had, I think, reached like 15,000. So, you know, you really have to think about it as the butterfly effect. Wir haben eine Online-Kampagne gestartet, die versucht hat, das Beste sozusagen der Social Media zu nutzen, also Facebook, Instagram, Twitter, alles, was so zur Verfügung stand. Es ist uns gelungen, 4.000 Follower für Facebook zu bekommen, und unser letzter Post hat ungefähr 15.000 Leute erreicht. Also man muss sozusagen diesen Schneeballeffekt sozusagen wirklich bewusst einsetzen und die Social Media dafür nutzen. And another thing that we did, and if you have the option to do this, it's really fantastic to buy shares in the company that you work for. It's very cheeky and takes them by huge surprise when you walk into some posh hotel trying to, you know, look smart in your suit that you never wear. And they're just these shareholders, you know, these American shareholders with bright white teeth. And they're just like, who the fuck are you? You know? And then you stand up. You stand up to them in front of their shareholders, and you make a point of making fools out of them and making their shareholders realize how they treat their workers. Because it basically means that you miss out the whole middle management and you go straight to the top. And those are essentially the people that you need to speak to, because they're in charge of the money that they don't want to give you. Das letzte, was ihr machen könnt, ist Anteile des Unternehmens kaufen, um das es geht. Das ist wirklich eine sehr freche Möglichkeit, das Unternehmen auch mit dem Überraschungseffekt zu überrumpeln, wenn wir plötzlich in eine Aktionärsversammlung reingehen mit den Anzügen, die uns irgendwie nicht so richtig passen, weil wir sie nie tragen, und zwischen diesen ganzen schicken Leuten herumlaufen, die sagen, hey, wer zum Teufel seid ihr denn? Und dann stehen wir auf in der Aktionärsversammlung und machen unseren Punkt und machen sozusagen die im Prinzip zum Deppen und benennen die Verantwortlichkeiten und die Forderungen, die wir haben. Letztlich vorbei an genau dieser Ebene des mittleren Management, die mit uns ansonsten immer verhandeln müssen, die aber das Geld ja nicht haben und nicht darüber verfügen können, und genau direkt sozusagen auf die Ebene, die verantwortlich ist dafür. Vielen, vielen Dank, Nia, für den ersten Eindruck. Also Nia und ich haben gestern eine Stunde telefoniert, und ich hoffe, dass ihr danach alle noch da bleibt und noch die ganzen anderen geilen Geschichten erfahrt, weil die haben noch einiges auf Lager. Ich würde jetzt trotzdem erstmal mit Harry weitermachen. Dieselbe Frage an dich, Harry. Was sind eure Organizing-Strategien? Welche Arbeiter organisiert ihr? Es handelt sich ja bei euch um eine völlig andere Form der Kampagne, nämlich eine sozusagen strategisch gewählte, sehr top-down organisierte Organizing-Kampagne, die natürlich auf Aktivierung der Mitglieder setzt, aber natürlich völlig anders angegangen worden ist. Also die Frage an dich. Okay. I can see the time, that's easy. Well, let me first state in response to the second speaker of this evening that the members of the Union of Cleaners in Holland are not the members, but the fighting, struggling, and striking members of the Union of Cleaners in Holland are fucking crazy. Sorry, pardon my language. They really are, and they have to be, because they have been on a strike, fighting, occupying buildings, chasing people who want to work for a half a year, since 2010. And thank you very much. In Reaktion auf die zweite Sprecherin von heute Abend möchte ich sagen, dass die Kämpfenden und Streikenden, Aktiven in unserer Gewerkschaft, die sind wirklich total verrückt, und sie müssen es sein, weil sie im Streik sind, weil sie Gebäude besetzt haben, weil sie Leute gejagt haben. Who did they chase? The people who want to work. Breaking the strike? Okay. Strike breakers. Also, yeah. Black legs. Also die verfolgt haben, die sich als Streikbrecher zur Verfügung gestellt haben. Und nur wenn man so verrückt ist, geht es dann auch. Yeah. Thank you. And I myself am crazy like them. And I love them very much. They love me very much, so we're all cozy together.
Let me tell you something about the situation of cleaners in Holland. It might not be very different from cleaners all over the world. Most of them are migrants. They come from all over the world to clean the shit out of our countries. They are in the big offices of the big companies. They do your trains, they do your schools, they do your hospitals. And the point is that they don't get the time to do that properly. They don't get paid very well, but they don't. They get harassed all the time. So when I started working as an organizer on Schiphol Airport, I started talking to a lot of cleaners working there, and Schiphol had the highest density of cleaners in whole of Holland. Sorry. Okay, um den Anschluss zu machen, und ich bin genauso verrückt wie unsere Aktiven, und ich liebe sie sehr, sie lieben mich sehr, und wir sind da sehr eng beieinander. Ich möchte euch zum Anfang schnell etwas erzählen über die Situation der Beschäftigten im Reinigungsgewerbe in Holland, die wahrscheinlich ähnlich ist wie auf dem Rest der Welt. Die meisten von ihnen sind Migrantinnen, die von aus allen Teilen der Welt kommen. Sie reinigen unsere Züge, unsere Krankenhäuser, unsere Büros. Sie bekommen dafür, haben dafür nicht ausreichend Zeit zur Verfügung, sie werden schlecht bezahlt. You got to the payment. They get paid not very well, and they don't get the time to do it. They get harassed all the time. There's a lot of intimidation. There's nepotism. There is tyrannical supervisors. All of them experience this. So when I talked to cleaners and we were trying to find issues that are really important to people, and we try to find leaders to go ahead in this struggle, we came with the word of respect. Because every cleaner I talked to talked about respect and respect issues. So when we started our campaign, that was the slogan of our respect: cleaners demand respect. Under this, wage and all the other things follow. Also die Beschäftigten werden bedrängt, sie haben mit tyrannischen Vorgesetzten zu tun und werden schlecht behandelt. Und wenn ich mit den Beschäftigten geredet habe, wenn wir versucht haben, sozusagen die Punkte zu identifizieren, um die sie kämpfen wollen, und die Aktiven sozusagen zu finden unter den Beschäftigten, dann war das Wort, was am meisten gefallen ist, Respekt. Das war das zentrale Wort, und das war das, worum wir unsere Kampagne auch aufgebaut haben, die Reinigungskräfte fordern Respekt für sich. That was thank you. That was our first big strike in 2010. We had then we were on strike for 9 weeks. It was the longest strike in Holland since 1929, and we got a lot of response on it. But I think I'd rather talk about our last campaign in 2014. We've been on strike in 2010, 2012 for 16 weeks, and 2014 for 12 weeks. But this time we took some more time before we got striking. We called it counter-striking, and it meant we, instead of getting people outside of a building, we put more cleaners in it, and we gave them nice things to really clean well. We also used a big black light, so we could show the clients and the people who uses the offices where the cleaners worked that those offices and those toilets really were not clean. There were a lot of bacteria and filthy things like shit and piss all over the offices. Okay. Wir haben 2010 unseren ersten großen Streik gemacht. Damals haben wir für 9 Wochen gestreikt. Das war der längste Streik, den es seit 1929 in Holland gegeben hat. Dann haben wir 2012 für 16 Wochen gestreikt. Und die letzte Kampagne, darüber möchte ich eigentlich sprechen, jetzt 2014, hat 12 Wochen gedauert. Diesmal haben wir uns vorher Zeit genommen, um etwas zu machen, was wir Counter-Strike oder Gegenstreik genannt haben. Das heißt, wir haben zuerst Leute nicht versucht rauszuholen aus den Betrieben, sondern reinzubringen, ihnen Zeit zu geben, sozusagen zum Saubermachen. Und wir haben Schwarzlicht in die Unternehmen gebracht, um den Unternehmen und den Beschäftigten zu zeigen, was die Konsequenzen davon sind, dass die Leute keine Zeit richtig haben zum Saubermachen, überall die Bakterien und die Scheißereste in den Klos und alles, was man dann im Schwarzlicht so sehen kann, haben wir ihnen gezeigt. You really can't imagine how filthy the world is
Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schmierig die Welt eigentlich ist. Yeah. Now the problem with cleaners on strike is that it takes a lot of time before people actually experience something that there's something wrong in the situation in the offices. So if cleaners go on strike, it may take 2 weeks or something before the offices get really dirty and people are starting to feel uncomfortable about it. Das Problem ist, wenn Reinigungskräfte streiken, dann dauert es ziemlich lange, bis die Leute in den Büros zum Beispiel merken, dass etwas schief läuft. Das kann 2 Wochen dauern, bis die Büros wirklich richtig dreckig und schmierig werden. And there are always people who are really nice and think, well, let's give in a helping hand and let's start clean the shit ourselves. We don't like that kind of people. We call them strike breakers, and they really should keep their hands off our filth. Und es gibt dann immer ein paar besonders nette Leute, die denken, naja, jetzt helfen wir mal ein bisschen aus und machen eben den Dreck selber weg. Wir sind da nicht besonders begeistert von diesen Strategien und nennen diese Leute Streikbrecher und sagen, lasst eure Hände von unserem Schmutz weg. Cleaners are very, very good with filth. They really love it. And I don't know people. I know a lot of students who can really make things very filthy, but they're nothing compared to cleaners when they're on a strike. So, point is that why do our strikes take such a long time? It's because of this. But it's also because there in Holland there are approximately 150,000 cleaners, and we only, as a union, organize only 15,000 members, and from that 15,000 members, only 1,500 to 2,000 people are on strike. Okay. Reinigungskräfte können wirklich viel Schmutz machen. Ich kenne eigentlich niemanden, der da vergleichbar viel anrichten könnte, ausgenommen vielleicht Studierende, aber selbst die sind verblassen gegenüber den Reinigungskräften. Insgesamt gibt es 150.000 Beschäftigte im Reinigungsgewerbe, 15.000 werden von ihnen organisiert und 1.500 sind aktiv. But our striking members are the members we put a lot of effort in, and they're not just random cleaners from all over the country. It are the cleaners from the biggest companies, the cleaners of the railway, the cleaners of the biggest hospitals, the cleaners of the governmental buildings. We together, our cleaners, thought out a strategic plan. We have to find those cleaners that matter and that can push our effort forward. In diese 1500 Aktive stecken wir total viel Arbeit rein. Das sind die Leute, die in großen Unternehmen arbeiten, die in den Zügen arbeiten, in den größten Krankenhäusern und in den Regierungsgebäuden. Wir haben einen strategischen Plan entwickelt in unserer Gewerkschaft, welches die Reinigungskräfte sind, die an den strategischen Knackpunkten sitzen, die dort sozusagen Druck entfalten können für unsere Forderungen. I myself, as a union official, I'm responsible for the cleaners in the trains and the stations and the buses and the metros and the trams. And actually, on those spots, we've got a density of 80%, and we also got a density of 70% of the cleaners who go on in these strikes. And that's why we eventually always win these fights, because when the trains get dirty, the trains don't take 2 weeks. It only takes a few hours, and then everybody is falling over filth. Ich selbst bin zuständig für das Training von den Aktiven in Zügen, in S-Bahnen und Metro und Ähnlichen. Wir haben dort einen Organisierungsgrad von 80%, 70% in der Streikbeteiligung, und das ist für uns ein wichtiger Bereich, weil die Züge brauchen nicht, bei den Zügen dauert es nicht 2 Wochen, bis sie verschmutzen, sondern nur ein paar Stunden, und die Leute stolpern über den Schmutz und den Müll, der da zurückgelassen wird. I can tell you, it's a lot of fun to do so. Es macht wirklich viel Spaß. Did I answer all the questions? Yeah.
Maybe you can tell me, because there's like 67 nationalities among your members. How do you deal with that? Normally in Germany we say die können nicht organisiert werden, which is bullshit. I like that question. When I started as an organizer in this sector, in cleaning, I used to be a worker at Heineken Brewery, and then I got working with the union. First was a shop steward at Heineken. And when I started working, my colleagues, the officials of the union, they looked at me and said, that's bad for you. You have to work with cleaners. And 3 years after that, they said, it's easy for you to say that. You have cleaners. Die Frage richtet sich darauf, dass Jana gesagt hat, sie hat aus den Vorgesprächen erfahren, dass sie mit 67 Leuten aus 67 verschiedenen Ländern sprechen, und im Allgemeinen sagt man ja, dass diese Leute oder diese Sektoren dann als unorganisierbar gelten, was nicht stimmt offensichtlich. Und er hat jetzt erzählt, dass er selber als Betriebsrat bei Heineken gestartet ist, also erst als Beschäftiger, dann als Betriebsrat, dass er dann zur Gewerkschaft gekommen ist und am Anfang seine Gewerkschaftskollegen zu ihm gesagt haben, du tust mir echt total leid, du musst ja mit den Reinigungskräften arbeiten, und jetzt nach ein paar Jahren sagen sie ihm, für dich ist ja einfach sowas zu sagen, du hast schließlich die Reinigungskräfte auf deiner Seite. But it's true, cleaners, thank you. It's true that a lot of cleaners, they don't know their rights, or they have very strange ideas. They think that the raise in their salary is something they get from a nice boss, or they get it from the government. They don't know about negotiations on forehand. A lot of people don't speak the language. So that's one of our biggest demands starting from 2010, that we want cleaners the right to learn Dutch language. And that's also handy for us, because so that our people, our leaders, can talk to each other and understand each other. But that's difficult to get people from all these different cultural backgrounds together and find a common goal, a collective. But if you're there and you get people to understand and support each other, you can do marvelous things. Viele Leute bei den Beschäftigten kennen ihre Rechte nicht, oder sie haben ganz komische Vorstellungen, zum Beispiel, dass der Lohn oder ihre Lohnerhöhung von einem besonders netten Boss kommt oder von der Regierung, und wissen nicht, was Verhandlungen sind oder wie Verhandlungen ablaufen. Und es ist total schwierig, wenn die Leute sich untereinander nicht gut verständigen können, weil sie nicht die gleichen Sprachen sprechen, da sozusagen kollektive Ziele zu verhandeln oder überhaupt auszubilden, kollektive Forderungen, gemeinsame Forderungen. Deshalb ist eine ihrer Forderungen, dass es Sprachkurse geben muss in Dänisch für alle, so dass Holländisch, Entschuldigung. Dänisch wäre nicht so gut. Dänisch. so dass ich alle verständigen kann. Yeah. Last thing to close down with. I've seen people who are frightened, really oppressed and intimidated, being this small and only nodding yes, boss, yes, boss. I've seen them change in very strong men and women who don't take fuck from anybody, not from their bosses, not from their supervisors, not from the clients, not from politicians and governmental people. They are strong, and they have a very broad circle around them. They are active in their communities, active political, active as migrant activists, social activists. And this all comes from the strength that we have as a union. And I'm very proud to be part of that process. And I hope you all are. Ich habe so viele Leute gesehen, die ängstlich waren und ganz klein waren und die immer nur genickt haben und sagen, ja, Boss, und gesehen, wie sie sich verändert haben und aus ihnen starke und stolze Männer und Frauen geworden sind, die sich keinen Scheiß anhören von niemandem, nicht von ihrem Chef oder von der Regierung oder von Politikern oder Politikerinnen, die stark sind, aktiv und nicht nur aktiv in der Gewerkschaft, sondern auch in ihren Communities, die sich politisch einsetzen, die als Migrantinnen politisch aktiv werden. Und das kommt von der Stärke, die sie mit der Gewerkschaft erfahren haben, und ich bin sehr stolz, sie zu kennen und ein Teil davon zu sein, und ich hoffe, ihr seid es auch. Ja, vielen Dank, Harry. Auch nachher wird es natürlich da auch nochmal die Möglichkeit geben, nochmal weiter mit Harry auch zu reden. Auch er hat mir noch einige anderen nette Geschichten erzählt und uns
ich glaube, es ist auch ziemlich interessant, nochmal genau zu gucken, wie ihr das vor Ort dann wirklich auch macht und hinkriegt, dass sozusagen dann eine Selbstorganisierung eben zusammen mit Unterstützung der Gewerkschaft auch stattfindet und vielleicht auch was für Probleme gibt mit Top-Down-Organizing-Kampagnen und sozusagen der Bewegung dann von unten. Genau. Dann die Frage an dich, Nebele. Nochmal, in welchem Sektor organisierst du? Welche Art Arbeiterin? Was sind eure Organisierungsansätze? Was sind Motoren der Organisierung? Und ja, genau. Teşekkürler. Merhaba. Kadınlar ve erkekler. Aranızda olmaktan mutluyum. Ve ayrıca daveti için Rosa Luxemburg Vakfı'na teşekkür ediyorum. Ja, guten Tag, ich bin Nebele. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin froh, hier zu sein, liebe Männer und Frauen. Arkadaşlarımı dinledikçe gerçekten ruhum sıkıldı. Çünkü geldiğim ülkede demokrasi sorunu var, kadın sorunu var, Kürt sorunu var, iş cinayetleri sorunu var ve güvencesizlik var. Beim Zuhören ist mir tatsächlich an einigen Stellen unwohl gewesen, denn in dem Land, aus dem ich komme, da gibt es Verbrechen an Frauen, es gibt das, die kurdische Frage, es gibt Arbeitsverbrechen, womit einkalkulierte Arbeitsunfälle, durch die viele zu Tode kommen, gemeint sind. Yıl içinde biz de çok çeşitli eylemler ve direnişler yaptık. Ama gerçekten bizim eylem ve direnişlerimiz böyle eğlenceli geçmedi. Wir haben zwar jede Menge Aktionen gemacht quer durch das Jahr, aber man kann nicht sagen, dass das besonders vergnüglich gewesen wäre. 1 Mayıs'tan başlamak üzere hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Taksim 1 Mayıs alanı 1977'de 34 işçi yaşamını yitirmişti. Wie einige von euch vielleicht wissen, geht es in Istanbul am 1. Mai darum, auf den Taksimplatz zu kommen als Gewerkschaftsbewegung. Auf dem Taksimplatz sind im Jahr 77 in der Türkei 34 Menschen zu Tode gekommen. Biz konfederasyon olarak devrimci işçi sendikaları, sosyal-demokrat, sosyalist bir ideolojik ve kültürden geliyoruz. Ve bizim için 1 Mayıs önemlidir. 1 Mayıs'ı biz Taksim'de kutlamak istiyoruz. Bu yıl içinde gerçekten polisin şiddetiyle karşılaştık, gazıyla karşılaştık ve cokuyla karşılaştık. Für uns als Verband DISK ist es ganz besonders, mit unserem sozialdemokratischen und sozialistischen Profil am 1. Mai auf den Taksimplatz zu kommen. Und wir wurden dort mit Knüppeln, Gas und Ähnlichem empfangen. Bu gaz da kesin Almanya ve sanıyorum İngiltere'den geliyor. Ja, das Gas ist wahrscheinlich zum Teil aus Deutschland, England, wo auch immer her geliefert. Ayrıca bizim kıdem tazminatı diye bir sorunumuz var. Biz bir kampanya başlattık. AKP hükümeti işçilerin kıdem tazminatını ortadan kaldırıyor. Zudem gibt es mit neuen Gesetzgebungen jede Menge Probleme. Das Beispiel, was ich hier gebe, sind Abfindungszahlungen. Den die AKP-Regierung jetzt einen gesetzlichen Riegel vorgeschoben hat. Türkiye'de 6 Millionen asgari ücretle çalışan insanlar var. Yine AKP hükümeti asgari ücreti bölgesel yapmak istiyor. Ein weiteres Beispiel wäre, um mal Zahlen zu nennen, es gibt 6 Millionen Menschen, die in der Türkei für den Mindestlohn arbeiten und ein weiteres Projekt der Regierung ist, diesen Mindestlohn auch noch regional zu staffeln. Şu anda Türkiye'de asgari ücret 830 lira. Der Mindestlohn liegt etwa bei 800 lira. Şunu yapmak istiyor. İstanbul'da yaşayan birisi 830 alsın. Ama Diyarbakır'da, Kars'ta evler daha uygun, daha ucuz 500 olsun diyor. Die Zielsetzung seitens der Regierung ist also diese 830, wie es etwa sind in Istanbul, in anderen Städten wie Kars oder Diyarbakir, wo die Mieten günstiger sind, auf etwas über 500 herabzusetzen. Taşeron sorunumuz güvencesizlik. Güvencesizlik gerçekten can yakıcı bir durumda. Buna karşı da bu yıl içinde çok geniş süreler içinde kampanyalar başlattık.
Ein brennendes Problem ist das ausufernde Subunternehmertum, mit dem wir zu kämpfen haben. Dagegen gilt es wirklich, sehr breite Kampagnen anzufangen. Keza Türkiye'de iş cinayetleri Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü sırada. In der Türkei sind die tödlichen Arbeitsunfälle verglichen mit den Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü sıradayız. Die Türkei liegt, was diese tödlichen Arbeitsunfälle betrifft, in Europa an erster Stelle und im Weltmaßstab an dritter. Soma'yı biliyorsunuz. Soma'da bu yıl 301 işçi ve toplam son 9 ay içinde 1321 işçi yaşamını yitirdi. Ihr werdet euch vielleicht an den Minenunfall in Soma erinnern, bei dem 301 Arbeiter zu Tode gekommen sind. Die Gesamtzahl maden işçileri. 301 maden işçisi, ama genel toplamda inşaat sektöründe beraber bu yıl içinde 1321 işçi yaşamını yitirdi. Die Gesamtzahl derjenigen Arbeiter und Arbeiterinnen, die im Bausektor 1321. Ihr Leben verloren haben, liegt indessen bei 1321. Bu işler güvencesiz, kuralsız, örgütsüz iş yerleri olduğu için iş güvenlik önlemleri de alınmamaktadır. Weil das alles ungesicherte, flexibilisierte Verhältnisse sind, in denen die Leute arbeiten, werden keine ausreichenden Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Biz de genel hizmet iş kolunda örgütlüyüz. Türkiye'de sendikamızın 50 bin üyesi var. Wir sind eine Gewerkschaft, die im Dienstleistungssektor organisiert und unsere Gesamtmitgliederzahl liegt etwa bei 50.000. Belediyelerde sokakları süpüren, park bahçeleri düzenleyen ve apartmanlarda, binalarda kapıcılık, bekçilik, güvenlik işini yürüten insanlardan oluşuyor üyelerimiz. Unsere Mitglieder bestehen unter anderem aus denen, die für die Stadtverwaltung arbeiten oder die Sicherheitsbedienstete sind in Gebäuden, Hausmeister Service machen. 50 bin üyenin içinde %10'u kadın. Insgesamt sind 10% davon Frauen. Keza 50 bin üyemizin %95'i toplu iş sözleşmeden faydalanıyor. 95% davon allerdings sind nicht unter Tarifvertrag beschäftigt. Bizim en çok ilgilendiğimiz alan, daha doğrusu benim şube olarak ilgilendiğim alan, konut işçileridir. Die, mit denen ich mich am meisten als Vorsitzende einer Niederlassung beschäftige, sind die Wohnraumbediensteten. Konut işçileri kırsalda yoksul olan, ekonomik düzeyi, eğitim düzeyi düşük olan arkadaşlarımızdan oluşuyor. Das sind zumeist Leute, die fliehen mussten, die ein geringes Bildungsniveau haben. Geçim sıkıntısı nedeniyle Türkiye'nin büyük metropollerde apartmanların altında kapıcılık, güvenlik elemanı görevini, bahçıvan görevini yapıyorlar. Die machen, sind also in diesen Arbeitsbereichen zum Teil als Gärtner, Gärtnerinnen, Hausmeister etc. Sayıları resmi kayıtlarda 105 bin. Die Gesamteinzahl liegt bei 105.000. Ama %10, das die offiziellen Zahlen angeht, schon. Ama burada %8 bir sendikalaşma oranı var. Es gibt einen gewerkschaftlichen Organisierungsgrad von 8%. Türkiye'de sendikalaşmanın önünde en ciddi sorunlardan birisi yasal düzenlemelerdir. Eines der größten Hindernisse für die gewerkschaftliche Organisation sind die gesetzlichen Vorgaben. İşsizlik korkusu var. Es gibt die Angst vor der Arbeitslosigkeit. Bilgi sahibi değiller. Die Leute wissen nicht, wie sie sich organisieren können. Ve sendikalar çok duyarsız. Und die Gewerkschaften sind wirklich unglaublich unsensibel. Şu anda Türkiye'de resmi rakamlara göre 26 milyon işçi var. Offiziellen Zahlen zufolge gibt es in der Türkei derzeit 26.000
26 Millionen. 26 Millionen Arbeiter und Arbeiterinnen. İşçi var. Sendikalı. Davon sind 1.800.000 gewerkschaftlich organisiert. Bu 1.800.000'ü 3 tane işçi konfederasyonu Türkiye, Şark İş, DİSK buralarda örgütlü. 3 tane konfederasyonda 1.800 işçi örgütlü. Die teilen sich auf 3 Gewerkschaftsverbände, Türk İş, DİSK und Hak İş. 1.800.000 işçinin 750.000'i toplu sözleşmeden faydalanıyor. Entschuldigung. Kein Problem. 750.000 toplu sözleşmeden faydalanıyor. Yani 750.000 insgesamt sind unter Tarifvertrag. Yani durumun ne kadar vahim olduğunu sanıyorum siz de görüyorsunuz. Damit ist vermutlich allen klar, wie verheerend die Situation eigentlich ist. Sendikaların duyarsızlık konusuna biraz değinmek istiyorum. Elbette ki işveren örgütlemeyi engelleyecektir. Elbette ki işçi korkacaktır veya bilgi sahibi olamayabilir. Ama esas burada motor gücü olan sendikalardır. Yani sendikalar üstüne düşeni yapmıyor. Worauf ich im Folgenden eingehen möchte, ist das, was ich als Unsensibilität der Gewerkschaften bezeichnet habe. Selbstverständlich gibt es die Angst vor der Entlassung. Selbstverständlich kennen die Leute ihre Rechte nicht oder wissen nicht wie. Aber mein Hauptpunkt soll eben dies sein, diese Unsensibilität. Çünkü Türkiye'nin en büyük konfederasyonu Türk İş 1945 yılında kurulan ve ulusalcı, devletçi sermayenin arka bahçesi olan bir pozisyon izliyor. Die 1945 gegründete Konfederation Türk İş hat sich ein nationalistisches Selbstverständnis zu eigen gemacht. Und kann infolgedessen eigentlich als Hinterhof der Regierung betrachtet werden. Biraz önce sözünü ettiğim eylemlerin içinde yer almayan ve DİSK'le ortak iş yapmayan bir durumda. Türk İş macht keine gemeinsame Sache mit der DİSK, unsere Gewerkschaft angehört. İşçiye haklarından, emeklerin değerlenmesinden, örgütlemesinden söz etmezler. Ancak Türkiye'de yaşayan halklar arasında ırkçılığı körüklüyorlar. Yani şu anda Türkiye'deki çok ciddi sorunlarından birisi Kürt sorunudur. Bunu çevir lazım. Es geht nicht darum, dabei die Arbeitenden zu ermutigen, ihre Rechte zu verteidigen. Und es geht, wird auch kein Wort erhoben in der Sache der kurdischen Frage. Bu çatışmayı Kürt meselesinden kaynaklı işçi örgütlemesinin önüne de koyuyorlar. Biz sendika olarak işçi örgütlemeye gittiğimizde sendikalar işçiler tarafından gerçekten korkulur bir örgüt yuvası gibi algılanıyor. Aufgrund des Ausweichens vor diesem Problem ist es eigentlich dazu gekommen, dass von einem Großteil der Beschäftigten die Gewerkschaft selbst eher mit Angst betrachtet wird. Bir de Hak İş var. Hak İş muhafazakar bir konfederasyon. Es gibt noch den Gewerkschaftsverband Hak İş, den wir als konservativ bezeichnen können. Şu anda AKP'nin paralelinde ve gerçekten AKP hükümetinin hizmetinde olan bir sendika. Bei Hak İş kann man das Verhältnis zur Regierung so bezeichnen, dass sie offen der Regierung einen Dienst erweisen. Ve hükümetin çıkarmış olduğu bütün politikaları destekleyen bir durumda. Hak İş als Verband unterstützt eigentlich jede Form der Regierungspolitik. Bizim için güvencesizlik çok önemlidir. Güvencesizlik de burada sınıf hareketinin, sendikacının da ötesinde bir şey var. Güvencesizlik iş kolu genelde hizmet iş koludur. Ve mevsimlik tarım işçiliğidir. Für uns steht das Problem der deregulierten und unsicheren Arbeit an ganz erster Stelle, an vorderster Stelle. Da geht es zum Beispiel um Saisonarbeiter und Arbeiterinnen. Ve her iki iş kolu da gerçekten Türkiye'de yürütülen son 40 yıllık savaşın sonucu büyük metropollere göç eden Kürt emekçilerden oluşuyor.
In dem Zusammenhang geht es einfach in großer Zahl um kurdische Arbeiter und Arbeiterinnen und um eine Entwicklung, die durch den seit 40 Jahren andauernden Krieg entstanden ist. Kürt emekçiler inşaatlarda çalışıyor. Kurdische Arbeiter arbeiten auf Baustellen. Sigorta yok, sendika yok, toplu sözleşme haklardan faydalanılmıyor ve biraz önce vermiş olduğumuz iş cinayetlerin başında yaşamlarını yitiriyorlar. Sie sind nicht von Tarifverträgen geschützt und sie stehen an erster Stelle, wenn es um die soeben von mir angesprochenen, von uns mittlerweile als Arbeitsverbrechen bezeichneten, systematisch einkalkulierten Arbeitsunfälle geht. Danke. Und sie sind nicht versichert, kam gerade als Ergänzung. Das war das, was ich suchte. 7 Millionen güvencesiz işçinin içinde 4 Millionen 500'ü kadındır. Innerhalb von 7 Millionen nicht versicherte Arbeiter und Arbeiterinnen sind 4,5 Frauen. Bu kadınların büyük bir bölümü mevsimlik tarım işçisidir. Maalesef yine Kürt kadınlardan oluşuyor. Yoksulluktan dolayı 4 mevsim Türkiye'nin her tarafında fındık işçiliği, pamuk işçiliği olmak üzere ailece göç ediyorlar ve burada sigorta yok, çok emek çok ucuzdur, örgütleme yok, kuralsız bir çalışma günde 12 saat çalışılıyor. Von diesen Frauen sind sehr sehr viele Kurdinnen und sie sind dazu gezwungen zu vier Jahreszeiten von Ort zu Ort in der Türkei zu ziehen, arbeiten beispielsweise bei der Haselnussernte oder beim Baumwollpflücken mit ihren ganzen Familie, mit ihrer gesamten Familie. Ev hizmetlerinde yaklaşık 1 milyon kadın çalışıyor ve güvenceli değil. Türkiye'deki iş kanunu gereği işçi sayılmayan bir ev hizmetleridir, bir de tarım sektörüdür, tarım işçiliğidir. Es gibt zwei Bereiche, die nicht als in denen die Beschäftigten nicht als Arbeiter und Arbeiterinnen zählen. Das ist einmal sind die Privathaushalte und die Saisonarbeit. Ev hizmetlerinde çalışan kadınlarla 2009 yılında bir çalışma. Ev hizmetleriyle ilgili kadınlarla 2009'da bir temasımız oldu, bir çalışma yürüttük birlikte. Wir als Gewerkschaft sind 2009 mit den Beschäftigten in Privathaushalten in Kontakt gekommen und haben uns angefangen, um die zu bemühen. İşçi sayılmaları için parlamentoya baskı oluşturduk, önergeler verdik. Wir haben beispielsweise Anträge beim Parlament eingereicht und uns bemüht, darauf hinzuwirken, dass sie als Arbeiterinnen anerkannt werden. Ne yazık ki şu anda hala Türkiye'de işçi sayılmayan iş koludur. Das ist aber leider immer noch ein Bereich, der in der Türkei nicht offiziell als Arbeit anerkannt wird. Çok kötü koşullarda çalışıyorlar. Çok da göçmen kadın var. Die Bedingungen sind sehr schwierig in diesem Bereich und es geht vor allem um Frauen, die migriert sind. Uzun saatlere varılan çalışmaları var. Tacize uğruyorlar. Hatta tecavüz gören, tecavüze uğrayan kadınlar bile var. Es geht um unglaublich lange Arbeitszeiten. Außerdem leiden die Frauen Belästigung und es gibt sogar Fälle, von denen wir erfahren haben, in denen Frauen vergewaltigt wurden. Bu işi yapan göçmen kadınlar fuhuşa zorlanıyor. En çok Moldova, Bulgaristan, Çeçenistan, Kırgızistan'dan gelen kadınlar için bu vahim bir durum ortaya koyuyor. Beispielsweise Frauen aus Moldawien, Kirgisistan und anderen Ländern werden auch zur Prostitution gezwungen. 2011 yılında ILO'nun 189 sayılı kararıyla ev hizmetleri güvenceye kavuşturulsun, örgütlensin diye bir kararı vardı. Seitens der ILO gab es im Jahr 2011 eine Entscheidung mit der Nummer 189, dass diese Bereiche anerkannt werden müssen. Birçok ülkede ev hizmetlerinin örgütlendiğini biliyoruz ama Türkiye'de de bizim başlattığımız bir mücadele daha sonra iki tane kadın arkadaşımız tarafından sendika girişimi yapıldı. Evitsen ve İmece Ev Sendikası.
Uns ist klar, dass in vielen Ländern in diesem Bereich schon Erfolge errungen worden sind, dass es eine Anerkennung und gewerkschaftliche Organisation gab. In unserem Fall gehen Selbstorganisierungsinitiativen vor allem auf zwei Kolleginnen zurück. Yani hiçbir sonuç alınmış değil. Hala hükümetin şöyle bir politikası var ev hizmetleriyle ilgili. Sigortalı olacak ama bir ay çalışacak, bir ay içinde 10 gün sigortalı olacak. Bu da hiçbir kadın tarafından tercih edilen bir şey değil. Yani hükümet ev hizmetlerini şöyle diyor yasa gereği 10 gün bir sigortası olacak. Yani bir ay içinde 10 gün sigortası olacak. Ve die Regierung ist gerade mal dazu bereit, einer Beschäftigten im Privathaushalt eine Versicherung für 10 Tage im Monat zuzugestehen. Bu da kadınlar tarafından kabul edilmiyor. Çünkü 60 yaşında, 68 yaşında emekli olacak bir kadın için bu 10 günlük prim yetmiyor. Das yani, reicht natürlich niemals dafür, eine Altersversorgung sichern zu können. Bir kadın ancak 100 yaşına gelince o prim onun emekliliğini karşılayacak ama 100 yaşında da Türkiye'de kimse yaşamıyor. Dafür müsste die Frau 100 Jahre alt werden, wovon wir ja wissen, dass das Alter nicht viele erreichen. Ende unserer Zeit. Super. Vielen Dank, Nebile, nochmal für den Beitrag. Wir freuen uns auch sehr, dass auch du nach dem Podium noch zur Verfügung stehen wirst, um die Diskussion einfach weiterzuführen. Es ist ein Riesenthema. Es sind völlig andere nochmal gesellschaftliche Rahmenbedingungen als von den Beispielen, die wir bis jetzt gehört haben. Es zeigt aber auch, wie wichtig sozusagen eben auch die politische Ebene ist. Ich würde jetzt mal die Diskussionsrunden 2 und 3 zusammenfassen und an die Referenten nochmal die Frage stellen, mit welchen Leuten arbeitet ihr zusammen? Wie sieht es aus mit Bündnispolitik und was sind sozusagen größere gesellschaftspolitische Ziele? Spielt das eine Rolle, spielt es keine Rolle und so weiter? It's me. Yeah. Oh, yeah. okay, so I'm just going to quickly give a list of people who played an integral part in our strike and who we turned to for help, basically, or collaboration. Ich gebe jetzt einfach eine Aufzählung der Leute, sagen, mit denen wir am meisten zusammenarbeiten. Yeah. I think it is. Okay. So the cinema branch that I work for have about 25 cinemas. So we worked closely together with another 2, which is in London. So it gave the management, you know, sort of cause for concern that basically what we were fighting for is on the periphery of becoming contagious. Ich arbeite für ein Kino, das insgesamt zu einer Kette von 25 Kinos gehört, mit 2 anderen gibt es sehr enge Kooperationen und das Management war offensichtlich besorgt, dass das, was wir sagen, da erkämpft haben, sagen, jetzt ansteckend sein könnte. We came together with other cinema workers from other companies in London and also outside of London who we've met along the way through our union. So we organized the cinema workers rally, which basically took us through London and visited every single head office of the companies that we work for and protested outside of those buildings. Wir haben auch Kontakte zu Beschäftigten anderer Kinos und anderer Kinoketten. Wir haben das entlang von Gewerkschaftskontakten und Aktivitäten haben wir diese sagen, Möglichkeiten geschaffen. Zentral war dabei eine Demo, die wir durch London gemacht haben, wo wir jede einzelne Zentrale der Kinokonzerne abgeklappert haben und dort protestiert haben. We also received huge amounts of help from locals who come into the cinema who, you know, thought that they were giving money into a company which projected this ethical branding, having the Human Rights Watch Film Festival, the African Film Festival. You know, they donate money through some water that they sell to charities, mostly predominantly in Africa. And basically what we did was we systematically broke down their ethical
projection. And that gave us a lot of support from the community, actually. Dann haben wir Unterstützung bei den sozusagen vor Ort von den Leuten bekommen, weil die Kinos so eine Art ethisches Branding gemacht haben, dass sie dadurch, dass sie Menschenrechtsfilmfeste oder afrikanische Filmfeste und ähnliche Veranstaltungen gemacht haben, dass sie gespendet haben von den Filmfestigen für Wasserprojekte in Afrika zum Beispiel, die Vorstellung vermittelt haben, dass sie ein besonders ethisches Unternehmen sind, und sie haben sich bemüht, sozusagen in ihrer Kampagne dieses Bild des ethischen Unternehmens eben zu zerschlagen bzw. mit der Realität ihrer Situation zu konfrontieren. We've also been incredibly supported by the union that we're a part of, which is BECTU. I think we've been actually really lucky to have such a positive sort of rapport with them. And the union representatives at the cinema have, you know, been trained up quite well by them. On another note, I would say that, you know, it's important to remember that they work for you. You pay your fees every week from your wages, and, you know, sometimes it becomes apparent that there's a political agenda on their behalf, or that there's maybe quite awkward realizations, usually financial, when they come up against huge companies. So, you know, it's really important to remember that they work for you, and you're the people who are calling the shots. Dann haben wir große Unterstützung von der Gewerkschaft erhalten, zu der wir gehören, BECTU. Unsere Aktive sind dort gut geschult worden. Aber gleichzeitig, also das war sicherlich ein großer Glücksfall, gleichzeitig ist es auch immer sinnvoll, sich in Erinnerung zu rufen, dass diese Gewerkschaftsoffiziellen und Vertreter für uns arbeiten. Wir zahlen ihre mit unseren Beiträgen von unseren Gehältern ihre Gehälter. Und, weil manchmal wird klar, dass es auf Seiten der Gewerkschaften durchaus auch eine dahinterliegende politische Agenda geben kann und gewisse Zurückhaltung, sich mit den großen Unternehmen und den großen Konzernen der Kinos anzulegen. But I think that the most important associated group that you will ever have is you and your colleagues. I think if you genuinely come together and put your skills and your energy and pragmatism, I think that you can do anything within the workplace, and I think that you can genuinely enforce change and empower people to know and to realize that they have rights at work, and that you can do something with that will basically make your life a lot more positive. Ich glaube, die wichtigsten Verbündeten, die wir immer haben werden, das sind wir oder seid ihr und eure Kolleginnen, die Fähigkeiten der Kolleginnen, ihre Energie und ihr Pragmatismus, mit dem sie sozusagen merken, dass sie einen Wechsel voranbringen können, dass sie Veränderungen hervorrufen können, dass sie sich sozusagen ermächtigen können they can empower and then That they can empower and enforce change and realize that, you know, that's it. Okay, that's it. No, we're good then. So. Auch an Harry nochmal die Frage, was sind Bündnispartner, was sind sozusagen, was die größere politische Agenda, ist das bei euch auf der Tagesordnung oder seid ihr da noch nicht, oder? Okay. We have a policy as a union of cleaners that we like support and we need supporters. So everybody's welcome to participate in our direct actions, in our Masters of Respect, and we invite people to do so. Unsere Politik ist, dass wir Unterstützung mögen, dass wir alle Unterstützer einladen, dass alle willkommen sind, an unseren Aktionen und Demonstrationen teilzunehmen. Yeah. There are a lot of activists who are really enthusiastic to participate in our campaigns, from the normal parties like the Social Democrats, the Socialist Party, the Green Left Party. Those are all in Parliament.
Es gibt viele Aktive, die ganz enthusiastisch sich an den Kampagnen beteiligen wollen, von den Sozialdemokraten, Grünen, Linken, Grünen, Sozialisten, die alle im Parlament vertreten sind. And they are also they're all welcome to participate and be active in it. We also got a lot of small parties from the Trotskyists to the anarchists to the Maoists. Actually, I like the Maoists best because they always come and ask, "What can I do for you?" And the other ones just mingle around. Dann haben wir noch eine ganze Menge kleine Parteien, also Trotzkisten, Anarchisten, Maoisten, die sich beteiligen. Und da, eigentlich mag ich die Maoisten am liebsten, weil sie kommen und sagen, ja, was können wir für euch tun, wohingegen die anderen eher so sich ein bisschen einmischen und hier und da mitmachen. Yeah. Most problem. Yeah, thank you. There's a problem with the bigger parties, like the Green Left, Socialist Party. They like to bring those big balloons, and they bring these banners of their party. And especially the big balloons I find really annoying, so I always put some activists with cigarettes on it to put them out. Das Problem an den großen Parteien ist, dass sie immer mit den großen Luftballons, riesigen Luftballons kommen, mit ihren großen Transparenten. Und besonders die großen Ballons gehen mir auf die Nerven. Und wir haben dann immer so ein paar Leute, die in der Nähe stehen mit Zigaretten und da ein Ende setzen an diesen großen Ballons. Rule is that everybody is welcome and we need everybody and we love everybody, but you don't get in front, you don't get in the sunlight of the cleaner. Our people should be in the sunlight, they should do the talking, they should do the speeches. Alle sind willkommen und alle sollen mitmachen, aber die Leute stellen sich nicht ins Rampenlicht vor die Reinigungskräfte. Die sollen im Rampenlicht stehen und das sind die Wichtigen. And, thank you. Another thing is that we've tried to get more inside the community of people by going to African churches or to pay visits to mosques or to be in contact with the Catholic Church and other different Protestant churches. We haven't been very successful at this, but we're still trying to go through with it. Wir versuchen auch Unterstützung von verschiedenen kirchlichen und religiösen Gemeinden zu bekommen. Wir waren in den afrikanischen Kirchen, in verschiedenen Moscheen, protestantischen Kirchen. Wir waren bisher nicht besonders erfolgreich damit, aber wir werden weiter versuchen, da voranzukommen. Yeah. To close it down, we've got a lot of participation from family, and we love children. We love people to bring their children, and we also put activities, especially for children, and to tell, let children tell what it means to them when mama comes back home and she's tired, and what it means if when there isn't enough money to buy the nice shoes kids like to have. Beteiligen auch Kinder in unseren Kampagnen. Wir lieben Kinder und wir lassen sie auch erzählen, lassen sie berichten, was es für sie bedeutet, wenn ihre Eltern müde nach Hause kommen, wenn es nicht genug Geld gibt, um die neuen Schuhe zu kaufen, und stellen sozusagen ihre Geschichten in den Mittelpunkt. Yeah. In our last campaign, there was that's a nice anecdote. On a certain time, there was this company, Christine Leduc. Maybe you know it. It's a company that deals with nice bras and how do you call those things? Unterwäsche. Yeah. And they advertised that they were gonna do they're gonna put some people in these clothes in the trains to clean them, and we didn't really like the idea of them cleaning trains in their underwear, but they were doing this as a service to the people and as a promotion for their company. And then we had gays and lesbians and transsexuals invading the shops of this company and pulling all trash around the companies. We like that very much. Wir hatten zum Beispiel, um eine Anekdote erzählen in der Kampagne, eine Auseinandersetzung mit Christine Ledoux. Das ist ein Unternehmen für Lingerie, heißt glaube ich der richtige Name. Also die hatten eine Werbeaktion vor, wo sie Leute in Unterwäsche, also in sozusagen BHs und Reizwäsche in die Züge geschickt haben, um dort aufzuräumen. Das hat uns überhaupt nicht gefallen, und als Antwort darauf haben verschiedene Gruppen von Schwulen, Lesben, Bi- und Transleuten die Läden von Christine Ledoux besetzt und haben dort ihren Müll verteilt. Okay.
Ja, das ist der Vorteil einer guten Queer-Szene in Amsterdam, nehme ich mal an. An Nebile auch die Frage, du hast uns ja so ein bisschen die politische Situation, eigentlich eine ziemlich erschreckende politische Situation geschildert. Was sind denn in dieser Situation Bündnispartner für euch? Worauf baut ihr oder versucht ihr sozusagen Stärke aufzubauen? Dann als zweiten Schritt nochmal, wie wirkt sich denn die aktuelle Situation in der Türkei jetzt eben auch auf euch als Gewerkschaften, aber eben auch auf die Organisierungsprozesse vor Ort aus? Mit was für Problemen habt ihr jetzt ganz konkret zu kämpfen? Ich würde Nebile am Schluss jetzt einfach nochmal 10 Minuten geben, weil wir das Thema für wichtig halten. Das Podium wird danach geschlossen und Florian wird noch ein paar Ansagen machen, aber erstmal Nebile an dich die Fragen. Demin eksik bıraktığım bir grevden söz etmek istiyorum. Ich möchte noch von einem Streik sprechen, den ich zuvor nicht erwähnt hatte. İstanbul'un önemli bir belediyesi Beşiktaş'ta 239 işçinin işine son verildi. 239 Beschäftigte der Stadtverwaltung von Beşiktaş, was ein zentraler Stadtteil von Istanbul ist, wurden entlassen. Das war der Anfang. Sendika olarak biz orada yasal grev ilan ettik. Wir haben auf gesetzlicher Grundlage dort einen Streik begonnen als Gewerkschaft. İşçiler çalışmadı ama kiralık işçi çalıştırıldı. Özellikle Suriye göçünden gelen, Türkiye'ye gelen Suriyeliler parklarda, bahçelerde ve temizlik işlerinde çalıştırılmaya çalışıldı. Was dann passiert ist, dass die Arbeiterinnen natürlich nicht, die eigentlichen Beschäftigten nicht gearbeitet haben, aber Streikbrecher eingesetzt wurden und das waren vor allem aus Syrien geflohene. Grev kırıcılığı yapıldı ve biz buna itiraz ettik. Dagegen haben wir uns selbstverständlich gewandt. Fakat polis burada gerçekten büyük bir dirençle işverenin resmen polisiymiş gibi işçinin üzerine yine gaz, bomba ve iki arkadaşımızın burnu kırıldı. Dagegen wurde die Arbeitgeberseite die Stadtverwaltung von Polizeikräften unterstützt. Es kam zu Auseinandersetzungen, wo Gas eingesetzt wurde, Knüppel, alles Erdenkliche. Und zwei von unseren Kollegen wurden in die Nase gebrochen. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da işçi sorunu gerçekten çok vahim durumda. İyi gözükmüyoruz. Es sieht eigentlich nicht gut aus, muss man sagen, im Weltmaßstab. Und das kann man ganz besonders in der Türkei sehen, was die Arbeitnehmerinnenrechte dort angeht. Çok radikal adımlar atmalı ve çok ciddi anlamda örgütlemek durumundayız ama inandırıcı bir yöntemle gitmek durumundayız. Es geht für uns darum, uns kraftvoll dagegen zu wenden und dafür auch glaubwürdige Strategien zu finden. Mevcut sendika yapıları bunu beceremiyor. Mit den vorhandenen gewerkschaftlichen Strukturen in der Türkei ist das allerdings nicht möglich. Mesela biz Türkiye'de kadınlar, feminist kadınlar, kadın kurumlarından, siyasi partilerden ve sendikalardan kadınlar bir araya geldik. Özellikle erkek egemen tüzüklerine karşı muhalefet ettik ve bir tüzük, alternatif tüzük çalışması yaptık. Was jetzt die Frage von Bündnissen und woraus wir Stärke beziehen angeht, wir sind als feministische Frauen sowohl in den Gewerkschaften als auch in anderen Initiativen, politischen Parteien zusammengekommen und haben uns eingesetzt für eine Gewerkschaftssatzung, die gegen die männliche Dominanz gerichtet ist und haben versucht, diese durchzusetzen. Yine akademisyen kadınların en çok içinde yer aldığı, sendikalarda genel anlamda kadının sayısı, kadının oranı, çalışma durumu, bunu tespit eden bir çalışma başlatmış olduk, saha çalışması. Außerdem haben wir eine Feldforschung angefangen, an der vor allem Akademikerinnen sich beteiligt haben, was die Situation was die Repräsentation von Frauen in Gewerkschaften auf allen Niveaus angeht, also was die Mitgliederzahl und Situation der Mitglieder angeht, als aber auch die Funktionärsebene. Biz bu çalışma saha çalışmasının sonucunu Ocak ayında im Januar sind die Ergebnisse dieser Arbeit vorgelegt worden. Uluslararası düzeyde katılımcılarla kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Pardon. Die Ergebnisse dieser Arbeit werden im folgenden Januar einem internationalen Publikum vorgelegt werden. Çünkü erkekler gerçekten kadını görmüyor. Biz biliyoruz ki kapitalist sistem kadını ucuz iş gücü
ve emeğini görmeyen bir noktada. Wir wissen allerdings vorwegnehmend, dass es in den männerdominierten Gewerkschaften so ist, dass Frauen nicht gesehen werden von Seiten der Männer. Auch das kapitalistische System begreift Frauenarbeit als günstig verfügbare Arbeitskraft. Proletaryanın ayaklanması ve sendikaların hareketlenmesi için kesinlikle kadının sürece dahil olması gerekiyor, öncülük etmesi gerekiyor. Es geht für einen Widerstand des Proletariats und der Gewerkschaften ganz sicher an vorderster Stelle darum, dass die Frauen innerhalb des Prozesses gestärkt werden. Özellikle gençler ve kadınlar mutfak içinde olmalıdır. Wobei ich auch betonen möchte, dass es darum geht, Bündnisse zwischen Jugend und Frauen zu schließen. İzin verin biraz da barış ve savaş meselesinden söz etmek istiyorum. Und damit möchte ich für den Moment schließen und auf die Kriegssituation eingehen. İstanbul'da yaşayan Kürt, Türk, Arap, Çerkez, Ermeni, Yahudi, inançlı, inançsız birçok kadın bir araya geldik. Bir inisiyatif oluşturduk. Wir als Frauen in Istanbul sind schon vor einiger Zeit zusammengekommen, als Frauen verschiedener Nationalitäten und Volksgruppen. Kendimize barış için kadın girişimi diyoruz. Wir nennen uns Fraueninitiative für Frieden. 2009'dan beri savaşların durması ve barışın egemen olması mücadele ediyoruz. Wir setzen uns seit 2009 dafür ein, dass die Kriegshandlungen gestoppt werden und ein bleibender Frieden geschaffen werden kann. Sokak eylemleri yapıyoruz, mitingler düzenliyoruz. Wir machen Straßenaktionen auf der einen Seite. En çok ülkemizde 40 ila yakındır bir savaş var ve bu savaş sektörü biz emekçilerin vergileriyle beslendiğini biliyoruz. Was für uns klar ist, ist, dass der seit 40 Jahren in unserem Land andauernde Kriegszustand mit den Steuern der Arbeitenden finanziert wird. Çok haklıyız çünkü savaşlar insanlığı yok ediyor. Krieg bedeutet, dass die Menschlichkeit vernichtet wird. Darauf beziehen wir uns. Ahlaki yerle bir ediyor, vicdanları körertiyor. Sowas wie Moral wird vernichtet und Gewissen dem Erdboden gleichgemacht. Kadınlar savaşın en büyük mağdurları, kadın bedeni, kadın emeği, kadın kimliği talan ediliyor savaşta. Wobei es die Frauen in diesem Prozess am härtesten trifft. Ihre Leben werden vernichtet. Sie sind diejenigen, die am Krieg, unter dem Krieg am meisten zu leiden haben, auf verschiedene Weise. Kürt halkının direnişiyle Rojava'da bir devrim yapıldığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Wie ihr vielleicht alle wisst, hat in Rojava eine Revolution begonnen auf der Basis des kurdischen Widerstandes. Akabinde IŞİD diye bir bela çıktı. Önce Çengal'de Ezidi halkına saldırdı. Allerdings wurde jetzt zuerst in Sinjar die Jesiden angegriffen. Ve şu anda 1500 Ezidi kadının akıbeti belli değil. IŞİD tarafından el konuldu. IŞİD hat zurzeit 1500 jesidische Frauen entführt, deren Verbleib immer noch ungeklärt ist. 150 bin Şengal'den gelen Ezidiler şu anda mülteci durumda Türkiye'de. 150.000 sind auf der Flucht. Bugün 17 gündür de Kobani'de bir savaş var. Seit 17 Tagen gibt es einen Krieg um Kobani. Yine kadınlar ağır bedel ödüyor. Dün haberlerde izledik. Genç kadınların göğsünü kesiyorlardı. Und wieder zahlen den höchsten Preis die Frauen. Wie ich gestern aus den Nachrichten erfahren habe, gibt es Fälle, dass jungen Frauen die Brüste abgetrennt wurden. Orta Doğu'da yaşanan ve Kürdistan'da yaşanan dünya sorunudur, Avrupa'nın sorunudur, insanlık sorunudur diyoruz. Das, was dort gerade passiert, ist kein Problem der Türkei oder allein Kurdistans, sondern ein Menschheitsproblem, ein Problem der ganzen Welt. Barış için kadın girişimi bayramın birinci günü, cumartesi günü İslam bayramı var. Was sicherlich nicht alle wissen, es gibt in einigen Tagen das Opferfest und wir versuchen am Samstag eine zentrale Aktion auf die Beine zu stellen. Türkiye'nin her tarafından bayram günü biz Kobani, Kürt halkıyla, Ezidi halkıyla ve özellikle kadınlarla dayanışmak için orada olacağız. Wir rufen möglichst viele, alle die wir erreichen können, dazu auf, sich für die Jesiden,
für die Kurden und für die Frauen in Kobani einzusetzen. Koridorda Kobani ile dayanışma standını gördük. Hier auch drüben habt ihr vielleicht alle den Stand bemerkt. Bize talepleri vardı. İçeride siz bir seslenir misiniz? Gerçekten oraya buradan bir heyetin gitmesi gerekiyor. Ama gidecek olan heyet tanınmış insanlardan olursa, ses getirecek düzeyde olursa çok sevineceklerini söylediler. Wir bitten darum, dass Delegationen auf die Beine gestellt werden, die sich dorthin begeben und ganz besonderer Bedeutung wäre es, wenn auch bekannte Persönlichkeiten sich dafür einsetzen und teilnehmen würden. Bu IŞİD ve Orta Doğu'daki İslam adı altında faaliyet yürütenler şu anda bu salonda iki kişiyle girseler kesinlikle çok ciddi bir katliam yapacaklar. Yani bu katliam bir tek Kürt coğrafyasında olmuyor. Çok yakın bir zamanda yanı başımızda, evimizde olacağını unutmayalım. Das, was IŞİD dort gerade im Namen des Das, was der IS dort im Namen des Islam macht, ist ein Massenmord. Es wäre sehr gut, wenn auch aus dieser Versammlung vielleicht zwei Leute allein nur gehen würden. Das wäre schon ein großer Erfolg. Barış için kadın girişiminden bizim de size bir çağrımız olacak, özellikle kadınlara. Biz de Barış için kadın girişiminin faaliyetlerini uluslararası düzeyde yürütmek istiyoruz. Was wir als Fraueninitiative für Frieden möchten, ist ganz besonders die Frauen dazu aufrufen und eine internationale Kampagne von Frauen getragen auf die Beine zu stellen. Bugün Kürdistan'da yaşanan bir savaştan dolayı değil, yarın herhangi bir ülkede yaşanacak bir savaşta karşı durabilecek gücü örmemiz gerekiyor. Wir müssen die Stärke gewinnen, dass wir nicht nur gegen den Krieg, der jetzt in Kurdistan stattfindet, sondern auch gegen andere Kriege aufstehen können. Çünkü dünya çok iyi gitmiyor. Çok yakın bir zamanda biz gördük işte Rusya tarafında da bir takım hareketlilikler oldu. Wie wir sehen, ist es im Weltmaßstab nicht zum Besten bestellt. Auch in Russland geht es Stück für Stück in den Krieg. Devlet politikaları tümüyle savaş politikasıdır. Dolayısıyla savaş sektörüne, silah sektörüne daha fazla izin vermememiz gerekiyor. Staatliche Politik ist prinzipiell Kriegspolitik und dem müssen wir Einhalt gebieten. Ve bugün AKP iktidarı gerçekten bu IŞİD'i çok açık bir şekilde destekliyor. Bunu görmemiz gerekiyor. Bunu ein Punkt, der speziell wichtig ist, ist klar zu sehen, dass die AKP-Regierung den IS unterstützt. Bulunduğumuz yerde, bulunduğumuz iş yerinde biz Türkiye'nin bu IŞİD'i destekleyen savaş politikasını teşhir etmek durumundayız. Es geht tatsächlich, sei es an Arbeitsplätzen oder anderswo, wo wir uns befinden, darum, das offen zu legen. Kısaca benim barış konusunda talebim budur. Eğer barış olmasa işçi sınıfı kuralsız, işçi sınıfı işini kaybedecek. Kuralsız çalışacak. Yani Türkiye eğer dünyada ve Türkiye'de barış olmasa işçi sınıfı diyen bir şey de kalmayacak. Emeğimiz sömürülecek, bütün kaynaklarımız savaş sektörüne aktarılacak. Das, was ich zusammenfassend sagen möchte, auch zum Zusammenhang zur heutigen Veranstaltung hier, wenn es nicht gelingt, den Krieg aufzuhalten, dann gibt es auch keine arbeitende Klasse, die ihre Rechte verteidigen kann. Die Vorbedingung dafür ist Frieden. Bu konuda en çok iş kadınlara düşüyor. Emeğimiz, kimliğimiz, bedenimize sahip çıkmak durumundayız. In dem Zusammenhang liegt die größte Last Frauen. Es geht darum, dass wir uns für unseren Körper, für unsere Identität, für unsere Arbeit einsetzen. Bu savaş kültürü gerçekten şiddet ortamını da arttırıyor. Bunu biz Türkiye'de çok görüyoruz. Denn was wir im Allgemeinen und gerade in der Türkei wahrnehmen, ist, dass eine Umgebung der Gewalt im Anstieg begriffen ist. Son 8 yıl içinde kadın cinayetleri %1400 artmıştır. In dem Zusammenhang möchte ich noch eigentlich in der Türkei schon sehr bekannte Statistik nennen, nämlich den Anstieg der Gewaltverbrechen gegen Frauen 1400% in den letzten 8 Jahren. Her gün 5 kadın öldürülüyor. Das heißt, jeden Tag werden 5 Frauen getötet. Bu öldürülen kadınlar eşleri tarafından, sevgilileri tarafından, babaları tarafından öldürülüyor. En yakın, en sevdikleri erkekler tarafından öldürülüyor. Von wem werden diese Frauen getötet? Von ihren Männern, Onkeln,
anderen Verwandten nahestehenden Männern. Ama bu ölümlerin bütün gerekçelerin altında yatan ekonomik gerekçelerdir, politik gerekçelerdir. Dem liegen allerdings zum einen ökonomische Verhältnisse zugrunde, zum anderen auch politische. Daha çok insanlık ölmesin, daha çok Kürt ölmesin, daha çok Arap, Türkmen, Ezidi ölmesin, daha çok kadın ölmesin diye barış diyorum. Es geht um Frieden, um zu verhindern, dass noch mehr Frauen, noch mehr Araberinnen, Kurdinnen, Ermeni, Ezidi, Jesiden, Armenier und Armenierinnen zu Tode kommen. Türkmen. İnsanlık ölmesin. Die Menschheit ist es, die nicht sterben darf. Vielen Dank, Nebile. Und ich würde es nochmal für ein paar Abschlussbemerkungen an Florian geben, bevor wir dann in die Diskussion auf ein bisschen persönlicheren Ebene kommen können. Genau, von meiner Seite her nochmal vielen Dank an unsere ausländischen Gäste für diese Einblicke über Kämpfe in prekären Branchen unter schwierigen oder wie in der Türkei auch sehr, sehr schwierigen Bedingungen. Danke auch nochmal an die beiden Übersetzerinnen Christina und Corinna. Aber auch an Lauren Bellhorn, der die ganze Zeit hier aus dem Deutschen ins Englische übersetzt, damit die Leute auf dem Podium hier auch folgen können. Ja.